Ich spreche euch frei, ein jeder jetzt Geselle sei. Schafft fröhlich mit Herz und Hand und seid stolz auf euren Handwerksstand. Mit diesen Worten entließ Kreishandwerksmeister Rainer Müller am Freitag 22 Auszubildende aus ihrer dreijährigen Lehrzeit. Sie hatten die praktische und die theoretische Prüfung bestanden und durften sich nun Dachdecker, Anlagenmechaniker oder Tischlergeselle nennen. Für zwei Lehrlinge erfüllte sich dieser Traum nicht, da sie die Prüfungen nicht geschafft hatten. Der Kreishandwerksmeister bezeichnete die Durchfallerquote von knapp 9% als hoffnungsvoll, sah aber noch Reserven in der Lern- und Arbeitseinstellung der jungen Leute. Die Mitglieder von Prüfungskommissionen konnten auch nur 11-mal die Note befriedigend und 10-mal das Prädikat ausreichend vergeben. Lediglich Felix Nettelbeck erreichte im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker das Gesamtergebnis gut. Der Kreishandwerksmeister beklagte, dass infolge der demografischen Entwicklung viele Ausbildungsplätze in den Firmen unbesetzt blieben. Er zeigte sich offen, dass dafür junge Migranten und Flüchtlinge gewonnen werden könnten. Also der Kreishandwerksmeister hat ja gleichzeitig auch gesagt, wir sind für solche Ideen offen. Das heißt, also man muss da genau prüfen, man hat ja gewisse Erfahrungen schon gesammelt, man muss prüfen, sind die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden. Das bedeutet natürlich auch die Beherrschung der deutschen Sprache. Es gilt einfach auch in der Werkstatt das gesprochene Wort. Und also wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, denke ich schon, dass das Handwerk bereit ist zu helfen. Nach der Feierstunde wechselten einige Lehrlinge den Saal und nahmen am zweiten Handwerkerball teil. Dort feierten sie auch die anhaltend gute Konjunktur, über die sich das Handwerk freuen kann.